Ich heiße Henrik. Seit 11 Jahren wohne ich nun schon in Hamburg und seit 5 Jahren in dieser Wohnung. 50 Quadratmeter sind mein Zuhause. Schön, dass ihr mich heute besucht. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann höre ich immer wieder raus, dass kleine Wohnungen eher eine Zwischenlösung sind. Dem kann ich mich irgendwie so gar nicht anschließen. Ich finde, man kann aus diesen 50 Quadratmetern so viel machen und ich habe mir hier in der Zeit, in der ich hier wohne, schon so eine gemütliche Oase geschaffen. Ich habe vorher in der Schanze gewohnt. Das ist ein super trubeliger Stadtteil und genau deswegen habe ich mich vor 5 Jahren jetzt für den Stadtteil Barmbek entschieden. Ich habe hier super viele schöne Parks und viel Grün in der Nähe und fühle mich hier einfach unfassbar wohl. Besonders an meiner Wohnung mag ich meinen Dielenfußboden. Der zieht sich fast auf die ganze Wohnung bis auf die Küche. Ich mag daran, dass der so einen Charme mit sich versprüht. Wenn man drüber läuft, dann kommt es doch ab und zu mal zu einem Knatschen und Quietschen. Ich habe mich in meiner Wohnung für den minimalistischen Scandi-Stil entschieden. Ich finde den Mix aus verschiedenen Materialien wie Eichenholz, Travertin, Leine und der Farbe Beige natürlich ein komplett schönes Match und es bringt mir einfach Gemütlichkeit in meine Wohnung. Ich weiß, dass viele bei dem Wort Scandi erstmal an die Farbe Beige denken, aber man kann tatsächlich das Ganze auch ein bisschen umgehen, indem man schwarze Akzente setzt oder farbige Blumen bzw. Gemälde, die ihr euch selbst malen könnt. Ich selbst würde mich als eher ruhigen und gelasseneren Typen bezeichnen. Ich bin aber auch super kreativ und genau das findet man jetzt auch in meiner Wohnung. Ich habe ein paar Gemälde in meiner Wohnung, die ich selbst gemalt habe, unter anderem auch mein latest work, was ich zusammen mit meiner besten Freundin geschaffen habe. Dieses Bild hat eine echte emotionale Bindung und wird mich immer an diese Freundschaft erinnern. In meiner Wohnung findet man auch ein paar DIYs, unter anderem auch hinter mir der neue Side-Table. Den habe ich nämlich aus einem ganz günstigen Blumenkübel aus dem Baumarkt selbst gefertigt und lackiert, obendrauf eine Holzplatte gesetzt. Und direkt darauf könnt ihr auch schon die Tischlampe Carla sehen, die ihr auch im West Wing Store nachshoppen könnt. Travertin ist ein Material, mit dem ich super gerne arbeite. Es ist nämlich ein Material aus einem Naturstein und das führt dazu, dass jedes Piece ein Einzelstück ist. Ein kleiner Tipp, wie ihr eure Räume optisch größer wirken lassen könnt, sind diese super praktischen Wandspiegel. Die kann man sich im Baumarkt organisieren und sind nicht nur zum einen super praktisch, weil sie das Tageslicht reflektieren, sondern sehen auch super clean und stylisch aus. Das Piece, auf was ich auf jeden Fall nicht in meinem Wohnzimmer verzichten könnte, ist dieser wunderschöne Travertin-Couchtisch aus den 70er Jahren. Ich habe den Secondhand von einem älteren Ehepaar gekauft, was ich leider davon verabschieden musste. Es war ganz süß, weil als ich den Couchtisch dann in mein Auto getragen habe, saßen die beiden am Fenster und haben mir nur hinterher gerufen, passen Sie bitte gut auf den Couchtisch auf. Und ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe ihn hier zentral in meinem Wohnzimmer aufgestellt und der ist mir unfassbar wichtig. Inspiration für mein Zuhause finde ich mittlerweile in Cafés. Ich finde, die sind mittlerweile super stylisch eingerichtet. Oder auch auf Reisen. Unter anderem habe ich mir in Kopenhagen dieses Coffee Table Book gekauft oder auf einer Wohnmobilreise diese wunderschöne Vase im Hintergrund. Ich habe mir jetzt letztens einen kleinen Steckigel bei West Wing besorgt, in die man die wunderschönen, ich glaube, es sind Mondpflanzen, hineinstecken kann. Und ich finde, das sieht alles so ein bisschen futuristisch aus. Ja, besonders dankbar bin ich über meinen kleinen, aber sehr süßen Balkon. Der ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz alltags- oder frühlingstauglich, aber ich bin dabei, mir den gemütlich zu machen und dann werde ich auf jeden Fall den ein oder anderen Kaffee am Wochenende da genießen können. Mach es dir in der dunklen Jahreszeit so richtig gemütlich. Unsere Lampen und Leuchten aus der West Wing Collection sorgen für eine behagliche Stimmung und ein einzigartiges Ambiente. Viel Spaß beim Shoppen!
Da ich einen kleinen Flur habe, ist Beleuchtung das A und O hier, da wir kein Tageslicht hier haben. Ich habe außerdem auf eine helle Wandfarbe gesetzt und auf Möbel, die an der Wand befestigt sind, um viel Stauraummöglichkeiten zu haben und das Ganze nicht zu überladen wirken zu lassen. Ich habe im Flur auch wieder auf natürliche Materialien wie Eichenholz gesetzt, wie man unter anderem sehen kann in dem Wandregal, in der Garderobe oder auch in dem Bilderrahmen, der übrigens einen Stromkasten versteckt, was ultra praktisch ist. Das Schlafzimmer ist ja eher ein Ort zum Runterkommen und deswegen habe ich mich hier auch für eine gemütliche, helle Wandfarbe entschieden, auch natürlich in der Farbe Beige. Ich setze hier super gerne noch in meinem Schlafzimmer auf Akzente in Vasenform. Ich habe nämlich einen kleinen Vasentick. Letztens mal meine ganzen Vasen gezählt, es müssten um die 30 sein. Und setze die ganz gerne mit farblichen Akzenten ein. Herausforderungen in einem kleinen Schlafzimmer ist auf jeden Fall die Platzwahl des Bettes. Ich habe jetzt die perfekte Lösung so für mich gefunden, dass ich rechts mein Bett hingestellt habe und links den Kleiderschrank, sodass sich das alles so ein bisschen abhebt voneinander. Perfektes Match auch übrigens hier mein West Wing Stuhl Sissy, der sich optisch nicht nur perfekt in den Raum einfügt, sondern ich kann abends nach einem stressigen Tag einfach nur noch meine Klamotten draufschmeißen. Den Scandi-Stil habe ich mit Hilfe meines gefundenen Beistelltisches hier auch ziemlich gut integriert. Ich habe den tatsächlich auf der Straße gefunden. Er war vorher in einem ziemlich dunklen Lila lackiert. Ich habe ihn abgeschliffen und in einem schönen Hellweiß angestrichen. Die Küche hebt sich ein wenig ab vom Rest meiner Wohnung. Ich habe sie bewusst eher etwas im schwarzen Stil gehalten. Habe sie selbst mit meinem besten Kumpel geplant und auch in mühevoller Kleinstarbeit an mehreren Wochenenden aufgebaut. Das hat uns ziemlich viel Nerven gekostet, aber hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Bei der Gestaltung einer kleinen Küche solltet ihr darauf achten, dass ihr keine Hängeschränke benutzt. Ich habe meine Hängeschränke im Laufe der letzten Monate deinstalliert und habe sie gegen diese wunderschönen Flying Boards ausgetauscht. Ich fand immer, dass die Hängeschränke den Raum optisch kleiner wirken haben lassen. Durch diese Boards habe ich jetzt nicht nur zum einen mehr Platz zum Dekorieren, sondern sie wirken, der ganze Raum wirkt jetzt im Ganzen viel offener und freier. Perfekt für kleine Küchen sind übrigens runde Esstische. Die sind perfekt, um mehrere Leute dran setzen zu können. Und ich habe hier auf Hocker gesetzt, weil die nicht so sperrig wirken und luftiger sind. Wenn ihr noch mehr Scandi-Wohnungen sehen wollt, dann klickt doch gerne mal in die Playlist. Das war's erstmal von mir. Macht's gut!